Hallo, liebe Leute, willkommen bei einem neuen Projekt und ich mache mir gerade so ein bisschen in die Hose, möchte ich sagen. Ich fühle mich so, als ob ich wieder 5 oder so bin und der Weihnachtsmann vor mir steht oder so. Ja, wir haben hier Final Fantasy 15. Ein Spiel, auf das ich ganze 10 Jahre tatsächlich gewartet habe. Und ich bin gerade noch ein bisschen fassungslos, dass es rausgekommen ist, tatsächlich. Nach so vielen Jahren. Und, oh Gott. Ich freue mich extrem auf dieses Let's Play-Projekt, kann ich euch versichern. Ich werde dieses Spiel sicher extrem durchsuchten. Also denkt bitte nicht, dass ich einfach durch dieses Spiel rushen werde, lieblos, weil nach so vielen Jahren, ich muss es einfach genießen und mich überall umschauen und alles entdecken und ihr werdet mich dafür wahrscheinlich hassen, aber das ist mir egal, weil das ist halt wirklich ein Spiel, auf das ich so lange warte und ich habe gar keine Worte dafür, ich kann nichts sagen. Ich freue mich so doll und ich muss dazu sagen, ich spiele tatsächlich ein paar Tage vor Release, weil meine Ultimate Collector's Edition leider noch nicht angekommen ist. Deswegen werde ich jetzt von Anfang an noch nicht die ganzen DLCs haben, sondern dann halt zum Release am 29. Aber ich musste es mir einfach holen, als es bei uns im Laden stand, weil es tut mir leid, ich habe mich so gefreut und... Ja, ich muss es einfach spielen und ich freue mich, das jetzt mit euch anfangen zu können. Und kurz dazu muss ich sagen, wir spielen Sprache Japanisch, Untertitel natürlich Deutsch, ne? Weil ich hatte ja eine Umfrage nach der Demo gemacht und Japanisch war tatsächlich auf Platz 1 und war auch mein Liebling, weil ich die deutsche Synchro leider, Entschuldigung, bescheiden finde. Englisch, ja, fand ich noch ganz in Ordnung, war aber leider sehr weit hinten, deswegen... spielen wir Japanisch und Untertitel und jedem, der das nicht passt, es tut mir wirklich leid, aber die Mehrzahl wollte Japanisch und ist auch meine Lieblingssynchro, finde ich, ist am besten emotionalsten gelungen in diesem Teil. Und ich möchte euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit Final Fantasy 15 an, was sicher eine geniale Hammerreise werden wird. Und ich bin gerade wirklich... am Zittern und hab schwitzige Hände und ich hab Angst. Ich hab wirklich Angst vor diesem Spiel. Okay. Wir fangen an. Ah, wähle einen Schwierigkeitsgrad. Wir fangen natürlich auf normal an. Es wird schon passen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen offscreen hier und da mal leveln müssen. Weiß ich noch nicht, wie das funktionieren wird, weil es ja wirklich kein rundenbasiertes Kampfsystem ist. Und werden wir schauen, aber ich möchte gerne bei normal bleiben. Oh, möchtest du das Tutorial spielen, bevor du dich ins Abenteuer stürzt? Ich würde mal sagen, das machen wir einfach für die Leute, die Final Fantasy 15 jetzt noch gar nicht kennen. Ich persönlich kenne es ja schon durch die Demos und die Trailer und ich warte viel zu lange, deswegen machen wir das wirklich nur für die, die vielleicht kein Hintergrundwissen haben. Oh, der ist so süß. Ich liebe ihn, außer Demo. Schön, dich mal wiederzusehen. Ja, aber echt. Du lässt dich doch an mich? Ja, natürlich. Mit seinen süßen Emoticons. Ah, oh, ich liebe Kapunkel. Willkommen jedenfalls in deiner Welt der Träume im Königreich, königlichen Trainingssaal. Du hast eine lange Reise vor dir. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst, um in dieser Welt zu bestehen. Okay, ich dachte, wir kriegen jetzt so ein bisschen mehr Hintergrundwissen, aber das ist generell, glaube ich, nur tatsächlich das Tutorial. Ah, Kampftutorial. Okay, suchen wir mal Geschichtsgrundlagen, weil das Kampftutorial werde ich dann wahrscheinlich nicht machen, weil das kenne ich ja auch schon aus den Demos. Die Bilder in diesem Zimmer verraten dir mehr über die Welt, in der unsere Geschichte spielt. Schau dich nach Lust und Laune um, okay? Wow,
Wenn du den Trainingssaal verlassen möchtest, sag mir einfach Bescheid, Kubo. Was? Gar nicht Kubo. Okay, ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach ein bisschen um, ne? Nachts kommen die Sicher 1 von 3. Auf Eos existieren blutrünstige Monster, die Sicher genannt werden und selbst den kampferprobten Jägern Probleme bereiten. Von stark beleuchteten Städten und Siedlungen halten Sicher sich fern, doch selbst Straßen sind vor den besonders grausamen Exemplaren nicht sicher. Ja, wer die Demo bei mir auf Twitch gesehen hat, das war sehr lustig. Bei Nacht bleiben die Bewohner daher lieber zu Hause oder suchen Schutz in einem der zahlreichen Refugien. In jüngster Zeit sind sie sicher immer aggressiver geworden. Und noch ein weiteres Phänomen lässt sich beobachten. Die Nächte werden langsam länger. Einige behaupten gar, beide Aspekte wären durcheinander bedingt. Okay. Finde ich aber cool, dass sie das mit eingebaut haben. Oh, oh, Papi, unser Papi. Die Magie des Königs von Lucius. Das Haus Lucius beschützt den heiligen Kristall von Eos. Nur der König vermag mit dem magischen Ring der Lucius Zauber zu entfesseln, die jeder Waffe überlegen sind. Die Mitglieder der Königsfamilie sind dank der Magie des Kristalls dazu in der Lage, Waffen zu beschwören. Diese Kräfte können sie sogar mit ihren engsten Vertrauten teilen. Doch Niflheim ist das Königreich Lucius kräftemäßig überlegen. Um die Hauptstadt vor den Angriffen des Imperiums zu schützen, hält König Regis dank der Magie des Kristalls und seinen eigenen Lebenskräften einen magischen Wall aufrecht. Stirbt er, fällt Insomnia. Ja, zu dem Thema empfehle ich euch tatsächlich auch nochmal, wer es nicht kennt, Kingsglaive zu gucken. Was ja auch schon jetzt vor einem Monat oder so rauskam. Was eben zeitlich dann ein bisschen vor dem Ganzen hier spielt, also beziehungsweise halt aus einer anderen Sicht und euch auch nochmal helfen kann, besser in die Geschichte reinzukommen. Okay, und hier haben wir Götter? Ah ja, die göttlichen Sechs und die Kanagi. Eos wurde von 6 Göttern gesegnet, die Menschen nur noch aus Legenden kennen. Denn die Götter sind in tiefen Schlaf verfallen. Sie sammeln ihre Kräfte, um eines Tages Eos gegen die Astralplage beschützen zu können. Oh, okay. Doch die Kanagi, ein Medium, das mit den Göttern kommunizieren kann, verfügt dank des Segens der göttlichen Sechs über die Kräfte des Planeten. Sie bewahrt die Menschen damit vor Krankheit und Not, weshalb sie auf ganz Eos verehrt und geliebt wird. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wer die Kanagi ist. Und die Welt Eos. Bühne für das Abenteuer von Prinz Noctis ist eine ferne Welt namens Eos. Ein Großteil dieser Welt befindet sich in den Händen des Niflheimer Imperiums, das mit seiner militärischen Stärke fast alle feindlichen Nationen überrannt hat. Das Königreich Lucius verteidigt sein hohes Gebiet, das sich offiziell bis in die Region Lede, Duskay und Krieg erstreckt, verteidigt sich mit der Magie. Die Gebiete außerhalb der Hauptstadt liegen jedoch de facto in der Hand Niflheim. Okay. Niflheim ist also alles gut, ziemlich arschig, sagen wir es mal so. Gut, ich würde mal sagen, ja, fail. Wir reden. Ja. Wie gesagt, die Kämpfe erspare ich mir jetzt, weil ich weiß in etwa, wie man kämpft mit Kreis und Dings und Abwehr. Und ich werde mich da eh reinspielen müssen. Sind wir doch ehrlich, am Anfang werde ich eh abkacken. Also, gib uns das sexy Opening, please. Keine Angst, wenn du in Gefahr schwebst, dann komme ich, um dir zu helfen. Yay, bis zum nächsten Mal. Und wir beginnen einfach mit
einem sexy alten Noctis und einem halbnackten Teufel, glaube ich. Ist er nackt? Vielleicht sollte ich den Leuten helfen. Who the fuck ist das? Vor dem Fall. まあ、王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？色々と言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。 知っての通り、頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまで連れします。僕もです。行くぞ。コルが車で待ってんだろ。ドロット、よろしくな。くれぐれも未来の奥方に失礼のないようにな。どうぞそちらも。 ニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。<笑>心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、 Es ist einfach so fucking beautiful. Das Versprechen gegenüber dem Vater. Ich überlege gerade, ob ich das lesen soll oder nicht. Weil eigentlich möchte ich jetzt nicht da reinreden, falls es auf einmal losgeht. Deswegen, der Aufbruch. Prinz Noctis Lucius Callum ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen, da sein Ziel der Nachbarstaat Accordum, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Okay, es lädt lang genug zum Vorlesen, dann weiß ich's fürs nächste Mal. Ich hatte gerade nur Angst, ich will dann nicht so in Szenen reinsprechen, deswegen. Ich bin viel zu aufgeregt dafür. Ach Gott, steh mir bei. Ich spiele übrigens nicht auf der PS Pro, weil ich eh kein 4K-TV habe. Deswegen sind die Ladezeiten vielleicht auch ein bisschen länger als bei anderen, aber wenn das immer nur pro Kapitel ist, ist das, glaube ich, auszuhalten.
Dafür sieht das Spiel halt auch einfach sehr, sehr, sehr schön aus. ダメだな。こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。ああ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。ほれ、働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。Erstmal das Auto kaputt bekommen. Schön. Honto nai wa. Nai yo na. Noctis Oji. 調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ。一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプトは話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょう。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。Ich glaube, wir haben es geschafft. Oh je, die Armen. Tja, kaum geht's los, wa? Oi, warte da, jo. Dore ga Oji? Oh, hajimemashite, Oji. Kekkon omedeto. Ja, mada dakara. Kimi ga Luna Freena-sama no kekkon aite ka. Osaku natte moushiwake nai. あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。Tja, kaum sind die Gören allein auf der Reise, machen sie alles kaputt.
どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。Oh Gott, und so geht unser großes Abenteuer los, Leute. Yay! Und es gibt einfach so viel zu umschauen hier und oh Gott. Oh Gott. Wir werden einfach so in eine offene Welt geschmissen. So, hier, machen wir. Wird schon funktionieren. Und Kiri so, was? Schön. Ja, wir sind beim Hammerhead und haben erstmal unsere schöne Regalie abgegeben, die wir geschrottet haben. Papi, es tut mir leid. Ich wollte doch nur ein paar Haus damit aufreißen. Aber was? Ja, zum Thema, hallo, die Dame. Ich glaube, Ihnen ist warm in dieser... sie hat sich umgedreht, sie hasst mich. Oder auch nicht. In dieser Hitze. Ich muss immer noch sagen, ich finde, Sydney sieht aus vom Gesicht wie Vanille aus Final Fantasy 13. Von den Haaren gar nicht, einfach vom Gesicht und die Augen so. Aber wir reden mal mit ihr so. Hi. Oji, kono atari wa hajimete da yo ne. Jizu ageru kara. Super. Iroiro mite oide. Für Leute, die keinen Orientierungssinn haben wie ich, sehr gut. Die Navikarte. In einer Navikarte in der rechten oberen Ecke wird ein leckeres Restaurant-Symbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Okay. So, am Anfang haben wir halt noch alles ein bisschen Tutorial. Da und hier, macht mal, schaut mal. Ah, Ebony da. Koko ni mo utten da. Higgins yorokobu na. Are. Ja, das ist mir ja auch schon in der Demo aufgefallen. Ich finde das so cool, dass diese Charaktere sich wirklich eigenständig, sag ich mal, bewegen und Interaktion haben und auch Noctis selber mit den Bewegungen und die anderen Charaktere halt auch. Das haben die echt so cool gemacht. Also, ich feiere das Spiel jetzt schon. So, Gil! Oh, ich habe wahrscheinlich null. Ja, geil. Ich... Wisst ihr, hier voll der tolle Hoshi-Prinz, aber kein Geld dabei. Super. Um einzukaufen oder die Übernachtung in Unterkünften zu bezahlen, brauchst du Gil. Du kommst an die Währung, indem du Jagdaufträge abschießt, die zu den Informationen, die von Informanten vergeben werden. Oder gefundene Gegenstände verkaufst. Klar, ihr könnt mir auch nicht einfach ganz normal was geben. Toll, ich bin der mittellose Prinz. Oh, und ich liebe diese japanische Synchro einfach. Sorry, aber die deutsche hätte ich mir nicht antun können. So, nachdem sie all ihr Geld in die Reparatur des Regalias... Heißt es nicht der Regalia? Die Regalia? Weiß ich nicht. Ich dachte, Regalia ist eher ein weiblicher Name, aber egal. Gesteckt haben, brauchen Noctis und seine Freunde dringend ein paar Gil, wie die Währung außerdem von Insomnia genannt wird. Ah, natürlich. Wieso? Was sollen wir denn zahlen? Mir hat keiner was gesagt, wie teuer es ist. Kann ich mit denen eigentlich auch reden, mit den MDCs, oder? Hallo, Ladies! Ah. Ah, okay, sie ist also wirklich die Kanagi. Gut. Seid ihr Zwillinge oder Klone? Das weiß man ja mal nicht. Schön. Ja, wie gesagt, ich werde mich in aller Ruhe umschauen, ob euch das gefällt oder nicht. Ist mir sowas von wurscht. Tja, Luna Freya, genau. Seine Verlobte so gesehen. Noctis. Also eigentlich sind wir auch verlobt, ne? Aber das weiß die Luna nicht. Das ist so undercover und so, nur damit ihr Bescheid wisst. So, ich frage erstmal Sydney um Rat wegen dem Geld, dann schauen wir mal beim Restaurant nach. Ach ja, wir haben Auswahlmöglichkeiten, genau. Den Preis runterhandeln, Gladio vorschicken, Geld leihen. Nein, wir fragen einfach mal nett. Einfach mal nett fragen. Naruhodo. じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっき、じいじが依頼を取ってきたの。あ、とえ。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。オッケー。まさかのじいじの試練。やるしかないね。 13 FP erhalten. Fertigkeitenpunkte, okay. Öffne das Menü und wähle Fertigkeiten, um unter Verwendung von Fertigkeitspunkten die Gruppe weiter zu... Wow, weiter von mir.
Oh, wie süß ich bin. Ich bin Stufe 1, voll niedlich. Das Menü haben sie echt voll cool gemacht, finde ich. So elegant und stylisch. Nee, ich finde das echt cool. So, was haben wir denn alles? Wir haben hier die Karte. Auf deiner Karte sind Ortschaften und andere Positionen von Interesse eingezeichnet. Sobald du dich bei einem Informanten in einem Restaurant über die Gegend erkundigst, werden alle wichtigen Informationen automatisch deiner Karte hinzugefügt. Okay, kennt man, ne? Ah, zur letzten Unterkunft. Zurück zur Regalia. Regalia Ru... Klar! Wir pfeifen einfach das Auto zu uns. Das geht sicher. Definitiv auch im echten Leben. Regalia abschleppen lassen. Symbolfilter. Okay. Aufgaben. Das sind die Missionen wahrscheinlich, ne? Im Menü kannst du unter Aufgaben jederzeit nachsehen, was du schon erlebt hast und was noch offen steht. Über die Aufgabenliste kannst du auch einen Marker zum nächsten Zielort setzen. Oh, und hier sind wir auch schön. Wir können reinzoomen, rauszoomen. Und ich denke mal, das ist nicht alles von der Welt. Ich glaube, das ist wirklich nur dieser kleine Anfang. Also das Anfangsgebiet. Alter Schwede. Gut, der mittellose Prinz, wissen wir ja. Ausrüstung. Im Menü kommst du unter Ausrüstung, Waffen, Accessoires, Kleidung. Yes! Und Kommandos der Gefährten wechseln. Noctis kann maximal 4 Waffen anlegen. Einschließlich Zauber, seine Gefährten nur 2. Okay. Aber ich denke mal, wir haben eh noch nichts groß. Wir haben noch gar nichts groß. Das sind wahrscheinlich die, die ich alle schon ausgerüstet habe. Genau. Gut, da können wir später zukommen. Unten sehen wir die Werte noch alle. Cool. Man muss sich ja, wie gesagt, erstmal alles am Anfang anschauen. Ne? Das mache ich immer. Fertigkeiten im Menü. Kannst du unter Fertigkeiten die Fähigkeiten der Gruppe weiterentwickeln? Ja, super. Fürs Erlernen von Fertigkeiten brauchst du Fertigkeitspunkte FP. FP kannst du auf unterschiedliche Weise sammeln. Du erhältst sie zum Beispiel beim Stufenanstieg durch Missionserfolge, das Abschließen von Aufgaben oder auch durch richtig gewählte Antworten im Gespräch mit deinen Freunden. Oh. Und ich muss sagen, ich liebe diese Art von Auflevel-System. Wie man sie eben schon im 10er oder im 13er hatte, wo es dann halt Spero-Brett oder Kristarium hieß. Ich finde das cool, wenn man selber entscheiden kann, so gesehen, in welche Skillrichtung man gehen möchte mit den Characters oder mit dem Charakter. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle ist oder nur für Noctis. Okay, wir haben hier Kampf. Was haben wir noch? Team, Statuswerte, Erkunden, Magie, Heilung, Kommandos. Okay, wir haben jetzt 10. Was haben wir? Perfektes Ausweichen. Serienmeister, Sparfuchs. Ich glaube, ich fange tatsächlich mal mit dem Ausweichen an. Gut getimtes Drücken von H führt zu einem Ausweichmanöver, das durch das keine MP verbraucht. Denn Ausweichen ist in diesem Spiel wirklich sehr wichtig. Und ja, wer die Demo bei mir gesehen hat, weiß, ich bin sehr schlecht im zeitlichen und guten Ausweichen. Aber ich möchte es gern lernen. Was? Ach so, 16! What? Ich dachte, das sind 10, ihr Arsches. Erhöht den verursachten Schaden? Ja. Und eine gewählte Richtung. Automatisches Ausweichen verbraucht weniger. Ich würde das aber schon gern zuerst machen. Vielleicht warte ich tatsächlich noch ein bisschen, bis ich mehr FPs habe. Ich schau mal weiter. Talente. Noctis und seine Freunde besitzen jeder ein besonderes Talent. Talente verbessern sich durch unterschiedliche Aktionen. Noctis kann angeln. Okay. Gladio, Gebiete erkunden. Ignis kochen, die Mama in einem Team. Und Prompto kann fotografieren. Oh ja, das ist so cool. Die kann man auch auf Social Media tatsächlich hochladen. Okay. Aber das ist alles noch auf Level 1. Da können wir, glaube ich, noch nichts sehen. Jupp. Magie haben wir auch noch nicht. Fülle Elementarenergie, die du absorbiert hast, voll Drawpoint-like, in Magieflakons ab. Die so erstellten Zauber kannst du im Ausrüstungsmenü anlegen und dann im Kampf einsetzen. Ja. Arkanes Weben. Du kannst unterschiedliche Elementarenergien auch zu Zaubern mischen. Pass die Menge des verwendeten Elements an und füge gezielt Katalysatoren hinzu, um Zauber aneinander zu ketten und besondere Zusatzeffekte zu erzielen. Beispielsweise das Ziel zu vergiften, ja. Haben wir aber noch gar nichts, was wir irgendwie machen können. Und zwar sind die auch einfach über die Weltkarte verteilt. So Magie,
ja, Kristalle, sag ich mal, wo man halt Zauber ziehen kann, was mich echt voll an den Drawpoint aus dem Achter erinnert. I don't know. Inventar haben wir sicher eh noch nichts. Überprüfe Gegenstände, dann Inventar und rüste sie aus, um sie im Laufe oder im Kampf benutzen zu können. Werde ich aber... Oh doch, ich habe schon Heiltränke. Cool. Und Galerie. An Noctis Reise, Fotos, verwandle Blick ins Album und stelle Filter ein. Oh, Filter auch. Alter, das ist ja voll die Instagram-Like. Blättere durch Ignis Kochbuch. Sieh dir an, welche Fische Noctis schon an Land gezogen hat. Und welche Ladies sie an Land gezogen hat. Ne? Zwinker, also mich auf jeden Fall schon mal. Oh, oh Gott. Demo, yoru itcha dame da yo. Mhm. Shigai ga dete abunai kara. You don't say. Jiji ni wa naisho. Oh, geil. Kore maikin ne. Sore dake areba tomareru desho. Huch, what? Aber wir wollen noch gar nicht übernachten, denn das werden wir wahrscheinlich im Freien machen. Weil, warum nicht, ne? Es ist ja voll der Roadtrip. Nehmen wir also so auch gleich mit. So, im Bronzereif, was macht er denn? Erhöht das LP-Maximum. Also super, nehme ich gleich für mich selber. So, also, oh mein Gott, ich will mich überall einfach umgucken, wie schrecklich ich bin. Oh, hallo Kind. Du warst vorhin aber noch nicht da. Sagst du auch was? Nein. Okay. Kann ich eigentlich auch... Ah, so kann ich laufen. Okay. Gut zu wissen. Dann schauen wir uns erstmal hier noch in den Läden ein bisschen um. Hallo. Ich finde das einfach so toll, dass man mit allem interagieren kann, weil die haben sich so viel Mühe gegeben tatsächlich in diesem Spiel. Nicht nur mit den Charakteren, wie gesagt, die halt... eigenständig interagieren und ne, bestimmte Bewegungen und so haben, dass es halt alles natürlicher wirkt, sondern halt auch einfach die ganze Gegend, wie viele Kleinigkeiten die eingebaut haben. Ich finde das so cool. Töpfe und Pfannen für ihren nächsten Campingausflug. Sie finden nicht, was sie suchen, fragen sie uns. Oh, Ignis! Ja, echt? Oh, was ist hier? Da liegt was rum. Kann ich das nicht nehmen? Guck mal, da liegt was. Ja, da, genau. Nein, nein. Verdammt. Wie geht denn das? Geh mal hin, Gladio. Oh, verdammt, ich will sehen, was das ist. Aber er lässt mich da nicht ran. Komm schon. Was ist das für eine Karte? Und das sind sicher Phönixfedern, glaube ich, und ein Trank. Gladio, help me. Warum kann ich das denn nicht? Ich will wissen, was das ist. Ups. Jetzt drücke ich wieder die falschen Knöpfe. Kann ich leider nicht angucken. Hallo, Po. Wenn ich weggehe? Auch nicht. Na gut, sorry. Ich folge ihm einfach mal, vielleicht klappt es ja diesmal. Gefährliches Doppelhorn gesichtet, Experten schreiten, mutiert die Tierwelt. Ja, gefährliches Doppelhorn gesichtet. Ach so, vielleicht sind das auch einfach die Punkte, wo man was machen kann. Wer weiß? Was? Schmierfix Zero? Reibung war gestern, Schmierfix ist heute. Was? Wir fangen hier mit 4 sexy Typis an, ne, die allein unterwegs sind. Und was finden wir? Schmierfix. Ja, muss ich dazu noch was sagen, Leute? Nein, oder? Ich sag dazu mal gar nichts. Oh, schön. Ich fange jetzt ja schon an. Hallo. Heiltränk, Supertrank, aber ich glaube, da kaufe ich noch gar nichts. Oh, Zutaten kann ich auch schon kaufen. Das ist cool. Paprika. Aber ich spare mein Geld, glaube ich, erstmal. Panzett? Für die Regalie ist es nicht so gebrochen, aber vielleicht erweist es sich für eine andere Stelle als nützlich. Kaufe ich mal. Vielleicht für eine Mission oder so. Sticker Hammerhead. Oh, Final Fantasy 4 Hits, Final Fantasy 8 Hits. What? Gleich kaufen. Mein Geld geht jetzt schon weg. Sicker Hammerhead. Ah, als wäre eine Tankstelle, kann man nicht um ihn herum.
Für das andere habe ich leider noch Geld. Oh, geil. Man kann... Oh, Auto lackieren. Aber erstmal die Hits kaufen. Das ist ja cool. Wir haben, glaube ich, auch schon welche im Auto vorinstalliert, so gesehen. Aber das ist ja cool. Ich möchte später nur noch Auto fahren, um die Soundchecks zu hören. Okay, was haben wir hier noch? Nix. Hallo, Opi, alles klar? Junon Super Motorenöl. Damit drehen sie auf. Oh, okay, ja. Und Motoröl, okay. Gut, dann haben wir schon mal ein paar Lieder gekauft. Ich sollte ja noch ins Restaurant, genau. Stopp, da ist was. Gedenkmütze. Huch, was war das denn? Hui. Hui. Okay. Ich weiß nicht, was ich damit... Nocto! Was denn? Nando. Ah. Takas Boxenstopp. Das schärfste Jalapeno... Nee, Jampana, ja was. Ganz lustig. Wenn sie mal wieder Feuer am Tank brauchen. Klar, die Typen kriegen gerade mal ein bisschen Geld. Gleich mal fressen gehen, alles weg. Oops, sorry. Oh, ich weiß, ich werde so viel Zeit damit investieren, aber mich interessiert es halt auch so, die Welt. Was in der Welt so los ist und die kleinen Gegenstände da drin. Es tut mir doch leid, verklopp mich nicht. Nach 10 Jahren darf ich das ja wohl. Ah. Genau. Wir haben ja mitbekommen am Anfang, als wir weggeschickt wurden vom König, dass Niflheim zu einer Friedensunterzeichnung, was sicher klappen wird, vorbeikommen will. Und wir sind hier auf dem Weg zu unserer Hochzeit, was auch Teil der Vereinbarung tatsächlich ist. Für mehr Informationen tatsächlich Kingsglaive gucken. Aber das soll eigentlich als Mittel dienen, um halt den Friedensvertrag zu sichern, dass Noctis, Prinz von Lucius, halt die Prinzessin von Tenebrae heiratet. Genau. Was haben wir hier? Kampf für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute beim Informanten in deinem Restaurant deiner Nähe. Was ist das denn? Ach, wie süß! Was ist das? So süß kann Gemüse sein. Chili aus 100% heimischen Tomaten. Wie ist das? Ein bisschen ist es essen, oder? Ja, die Farbe ist krass. Das ist ja niedlich. Sieht da sowas entgeht einem sonst. So Kleinigkeiten, so niedliche. Sorry. Achso, ja, das hat mir gerade. Hi! Ich glaube, der weiß, wer wir sind. Was haben wir denn hier? Ah, Refugien wurden angezeichnet. Genau, wo wir nachts campen können. Sollten wir am Anfang auch auf jeden Fall benutzen, weil... Ja, sonst kommen Monster, die uns wegbumsen. Parkplätze wurden eingezeichnet. Auch gut, wofür die auch immer sind. Und Ortschaften wurden eingezeichnet. Und Chocobos! Nee, Sammelstellen wurden eingezeichnet. Achso. Okay. Das sieht Chocobos. So, Speisekarte. Chili con carne. Jampalaya. Oh, das sieht einfach so lecker aus. 700 Gil. Boah. Wir können uns das hier einfach mal gönnen. Dass wir am Anfang schon so einen kleinen Boost haben für die ersten Kämpfe. Das ist halt am Anfang, wo wir noch Noob Level 1 sind, ein bisschen uns unterstützt. Für dich. Warum nicht? Guten Hunger. Das sieht so hübsch aus einfach. Selbst das Essen ist hübsch in diesem Spiel. So strange. Oh, hat das gelernt? Ah, feuriger Bohneneintopf. Ist ja cool. Davon lernt er also auch zumindest was. Okay, why not? So, und dann natürlich noch, was haben wir hier? Jagdaufträge. Informanten haben nicht nur Infos und Essen, sondern auch Jagdaufträge im Angebot, um die Gegend von gefährlichen Tieren und Sichern zu befreien. Musst du einen dieser Jagdaufträge annehmen und die entsprechende Beute erledigen. Melde dich dann wieder beim Informanten, um deine Belohnung abzuholen. Um deinen Jagdrang zu steigern, musst du die erforderliche Anzahl an Jagdmarken sammeln, die die Meldakio
Jägerzentrale für das Abschießen von Jagdaufträgen vergibt. Je höher dein Jagdrand, desto mehr Jagdaufträge hast du zur Auswahl. Und natürlich fallen auch die Belohnungen besser aus. Ui. Ja, Level 15 machen wir sofort. Level 2, 5, 7, oh. Ich nehme einfach mal das an. Tal und Verkehr. Okay, ich glaube aber, das ist halt echt wirklich... Ich weiß nicht, ob man das offscreen eher machen sollte, wahrscheinlich nicht, aber in dem Fall vielleicht eher was für später teilweise. Weil ich glaube, wir sind noch gar nicht so hohes Level. Ach, Sydney hat auch schon was, ne? Muss ich sagen, selbst als Dame. Gut, was machen wir denn jetzt? Gehen wir zuerst da hinten hin? Oder Tal ohne Wiederkehr, verdammt. Okay, das heißt, ich muss die Nebenquest machen und kann erstmal nicht zur Hauptquest. Und ihr so? Ja, Entschuldigung. Um Frieden. Also, angeblich jedenfalls. Ah, gut, dann gehen wir gleich mal Level 2 plätten mit Level 1. Ist sehr klug, was ich hier mache, Kiri. Da glitzert was. Ich habe dich genau gesehen. Heiltrank. Yes. Komm ich hier rein? Nö. Okay. Sehr klug, Kiri. Sehr klug. Erstmal das machen, was ich nicht machen soll. Das ist so typisch ich. Aber danach machen wir erstmal die Hauptmission weiter. Denn ich werde wahrscheinlich für diese Monster-Side-Quest erstmal ein bisschen leveln müssen. Weil ihr habt ja gesehen, was das für Level sind teilweise. Aber das kann ich euch schon mal verraten. Wir werden uns schön umgucken, habe ich ja schon mal gesagt. Ich werde jetzt nicht jeden Zentimeter ablecken auf der Karte. Natürlich nicht, aber so mit Quests und so. Klar, warum nicht? Mein Gott, ich habe 10 Jahre auf dieses Spiel gewartet und viele von euch sicher genauso. Deswegen finde ich, muss man das auch ausnutzen und ein bisschen schauen und das genießen. Genau. Und natürlich kann es auch immer noch sein, dass Bugs drin sind. Das Spiel ist noch gar nicht draußen. Oh, das stimmt. Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir die Demo gespielt haben. Dass die einen aber auch so gar nicht reinführen lang... Was ist denn das da hinten? Rauch. So langsam reinführen, finde ich ein bisschen traurig. Ah, Vorsicht! Du hast die Aufmerksamkeit eines Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken am oberen Bildschirmrand wartet dich vor einem Angriff. Jo, ist gut, danke. Ich will nicht so einen Punkt warpen, ich will den anwarpen. Und Papa! Ups, falsche Taste. Verdammt, wie konnte ich den nochmal anvisieren? Ah, okay. Halte Kreis gedrückt, um automatisch eine Angriffsserie zu starten. Wenn ein Gegner in der Nähe ist. Angriffsserie, Waffe wechseln. Wie konnte ich denn so konnte ich anwenden? Okay. Okay, war doch so. Okay. Da kann man rumrollen. Ich schwebe gerade noch ein bisschen rein. Okay. Tschüss. Ich kann auch mal Waffe wechseln, genau. Okay. Wie cool. Okay, das lief ganz gut. Ja, hier haben wir die Waffen. Oh, Alter. Okay. Das lief ganz gut, ne? Finde ich. Ich muss mich halt noch ein bisschen reinfuchsen, ne? Wie gesagt, mit dem Blocken und Angriff und Wappen und so. Oh nein, 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 nein. Hilfe! Weiche gegnerischen Angriffen mit Blei aus. Halt die Taste gedrückt, um automatisch auszuweichen und zu blocken. I know. Haben wir gerade schon gemacht. Das geht ganz gut eigentlich.
Ja, Kilda. Lass das. Ich hab gedrückt. Diesmal habe ich aber gedrückt. Und die Musik ist auch so toll in dem Spiel. Muss man einfach mal sagen. Ich habe aber gewarbt. Ich fange schon so cool an einfach. Ich bin so fail. Okay, wenn ich wechsle, kann ich auch nicht. Okay. Ja, Ampelstase. Ohne MP kannst du weder ausweichen noch Warp-Angriffe ausführen. Geh in Deckung oder teleportiere dich über einen Warp-Punkt auch während einer Stase möglich an einen hohen Ort, bevor deine MP wieder auf Null fallen, um MP zu regenerieren. Mhm. Aber habe ich hier gerade, glaube ich, gar nicht, oder? Das wollte ich nicht. Noctowa. Sorenari. Wie ich halt auch einfach. Offensive S und der Rest so einfach scheiße. Okay, genau. Wir können uns hier, glaube ich, hinsetzen, zur Not und Pipi machen und dann. Ich bin so doof. Kriegen wir MPs wieder, ne? Ja. Achso, gedrückt halten. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Pipi machen einfach mal in Ruhe. Aber es ist ja gerade aufgefüllt. Genau. Du kannst wieder laufen. Ja. Okay, wie kann ich denn eigentlich die Karte ansehen? Karte R3, da steht's doch. Okay. Komme ich hier denn überhaupt hin schon? Was sind das für Sammelstellen? Erntestelle Eos Erbse. Okay. Hier ist ein Refugium. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal ein bisschen mit der Hauptstory weiter. Einfach, um den ersten Part ein bisschen voranzubringen und ein bisschen Level zu bekommen. Wir werden uns hier natürlich noch in Ruhe umschauen, das ist klar, ne? Ihr denkt jetzt nicht, dass ich hier gleich weg bin, ne? Wir werden aber auch viel laufen müssen, weil das Auto fährt tatsächlich später auch nur auf den Straßen und man kann nicht kreuz und quer fahren. Verstehe ich gar nicht. Ich würde voll aufpassen. Oh, die coole Musik wieder. Der Soundtrack, muss ich einfach mal sagen, der Soundtrack ist sowieso so bombastisch in diesem Spiel. Natürlich neben der Grafik, neben den Characters und allem drum und dran, der Soundtrack ist so Hammer. Ah, Kleidung, ja. Haben wir denn schon neue Kleidung bekommen eigentlich? Ich guck mal ganz kurz. Mist, wo war denn das nochmal? Hier, königliche Kampfuniform. Tatsächlich, wir haben nämlich ohne Jacke Freizeitkleidung, die strange aussieht, und wir haben Freizeitkleidung leicht. Und wie... okay, das macht den Angriff höher, das macht... Ich guck grad mal, das macht irgendwie gar nichts. Das macht Angriff höher. Ich würde mal sagen, wir rennen mal ein bisschen nackig rum. Nein, das nicht, aber wir zeigen mal ein bisschen mehr Haut. So, ne? Typis hier, wenn schon, ne? Gradio, Miseiko, yo. Ise. Habe ich schon gesagt, dass ich... Da, guck mal, die gehen einfach weg und gehen einkaufen alleine. Ich finde das so cool gemacht, diese kleinen Interaktionen der Charaktere. Sonst alles klar bei euch? Das ist einfach so cool. Jetzt stehen die da einfach so rum. Okay, ich wollte den Auftrag aber mal kurz abgeben. Oh, die Sonne geht schon unter. Und wir sind eigentlich immer noch im Part 1, ne? Ich sollte vielleicht mal auf die Zeit schauen, Entschuldigung. Hallo, ich hab's geschafft. Genau, ich hab's geschafft. Halali, okay.
Super Elixier. Oh, cool. Und ein bisschen Knete. Stiefel 5. Ah, da warte ich, glaube ich, noch ein bisschen. Wir machen jetzt erstmal die Sachen, um unsere Regalia überhaupt wieder zurückzubekommen, dass wir die bezahlen können. Und dann können wir ja immer noch uns hier ein bisschen umschauen und eben Quests machen. Und hier kann man, glaube ich, später Chocobos rufen, ne? Chocobo mieten! Ist momentan eingestellt. Später halt. Ups, gefährliche Tiere erlegen, okay. Mitten in der Wüste. Ein paar Skorpione grillen. Om nom 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 nom. Kann ich? Moin! Huch, was? Wappangriffe. Siehe einen Gegner an und wirft dein Schwert auf ihn gerade, wie ich es gemacht habe. Genau. Ja, habe ich gemacht. Das war knapp. Er war schon tot. Wie kriege ich Überraschungsangriffe hin? Ich dachte, das ist, wenn ich mich auch ranwabe, weil ich ja ganz ne, von weit weg überrasche die. Also hatte ich das Gefühl, aber wohl nicht. Kampfsystem, I don't know. Oh, hier ist wieder unsere hübsche Säule. Die kenne ich ja schon. Wo wir natürlich auch hingehen, ne? Ich drücke immer Kreis, verdammt. Entschuldigung. Ja, wenn man eine Zeit lang japanische Spiele gespielt hat, wo man mit Kreis bestätigt. これ何電柱が折れているのか一つや二つじゃなさそうだ。どうすりゃこうなるんだ。わからない。嵐か地震か。すぐそこのハマーヘッドはなんともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだったりして。 Ich komme leider immer noch nicht hoch. Na gut, Leute, wir gehen mal ein paar weitere Tiere erlegen. Dort hinten in der Ferne, wo die Sonne langsam schon untergeht. Gar nicht wahr, wo geht denn die Sonne unter? Irgendwo. Ach, ich freue mich. Ist ja doch so cool, dass es so chillig anfängt, finde ich. So, oh, wir sind ein paar Typis, die hier zu einer Verlobung wollen. Und dann geht aber unser Auto futsch. Ups, shit. Und wir müssen erstmal Geld sammeln. Ich finde das cool, wenn das so langsam anfängt. So chillig, wie gesagt. Hi. Alles klar bei euch? Da, ne? Mist. Stase, 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 Stase. Ja. Sie haben ihn schon für mich umgebracht. Okay. Hier ist auch wieder so ein komischer Mask. Da kann ich auf, da kann ich auf. 今回の旅ってさ、どういう予定だっけ?ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。Mit mir, natürlich. そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。 Ich bin der König der Welt. Hops. Okay, da hinten geht's weiter. Sieht so schön aus, einfach wenn die Sonne hier untergeht. Ups. Ich versuche auch zu sehen, ob hier irgendwie mal was rumfliegt. So gegenstandstechnisch, aber sieht nicht so aus. So, ich sehe nichts leuchten. Es gibt ja keine Kisten mehr. Kiste. Okay. Was ist denn da hinten? Nein! Pam! Das hat keiner gesehen! Peinlich. Yes.
Was war das denn? Ach Gott. Ich dachte, ich schaff's nicht. Okay. Oh, es klingelt. Es vibriert sogar. Hi. Hm. Gut, klar, ist ja rum die Ecke. Ich finde die Synchronsprecher auch sehr cool in diesem Teil. Die Deutschen schrecklich. Ups. Starke Gegner erscheinen nachts. Kiri. Ich glaube, ich habe mich jetzt am Anfang schon viel zu viel umgeguckt. Ähm, 20 Grad sind es, glaube ich. Sollte ich nicht vielleicht campen gehen vorher nochmal? I don't know. Parkplatz. Sehr creepy. Tegami? Mutiertes Doppelhorn gesichtet, Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv. Sonstiges offen, Jagdauftrag für Taoti. Nokto! Ups. Schatte! Daijoubu! Hier, Säcke hier. Toll. Gut getroffen. Manchmal treffe ich das nicht immer mit dem Ausweichen, mein Gott. Okay, alles tot, ja? Okay, super. Ich Okay. Ja, dann kommt mal bei Fuß, Leute. Und natürlich ist der Part jetzt ziemlich lang schon, aber seht es so ein kleiner Intro-Teil, der halt ein bisschen länger ist. Ich schau mal kurz, was wir hier sammeln können. Leidende Pfeffer, okay. Ist vielleicht was für Ignis zum Kochen. Für unsere Mami. So, bitte. Ja, deswegen ist er jetzt ein bisschen länger, der erste Part. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen, also so 30 Minuten Parts mache ich ja gerne bei RPGs. Und ich werde hier wahrscheinlich die Zeit voll vergessen bei dem Spiel, weil ich das so durchsuchten werde. Ist aber, denke ich mal, für euch auch ganz in Ordnung, oder? Ich liebe das Spiel doch jetzt schon. Okay. Nanda, Aizu. Totetsu という Monster da. Deine Gefährten arbeiten unter bestimmten Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisung befolgst, erhältst du FP, okay? Wappunkte. Blaue markierte Markierungen zeigen dir Punkte an, zu denen du dich warpen kannst. Wäre sie das, wenn dran und teleportiere dich über einen Punktwapp dorthin? Okay. Wie denn? Nein, da oben. Wie kann ich das anvisieren? Er visiert das. Okay. Er hat's geschafft. Okay, super. Teleportiere dich über einen Punktwapp an hohe Orte, um die LP und MP-Regeneration zu beschleunigen. Von dort aus kannst du Gegner außerdem direkt per Wappangriff attackieren und ihnen dadurch großen Schaden zufügen. Anvisieren, Wappangriff. Oh Gott, ich liebe diese Musik einfach so sehr. Okay. Hallo, alles klar, ihr Süßen? Das hat ja toll funktioniert! Was? Ich hab gedrückt! Ich hab hier jetzt einfach nicht mit dem Dingsen. Greif mich mal an, ich will mal testen. Danke. Ihr seid strange. Das war fies. Ah, ihr könnt die wohl nicht, Apa. Das
Das weh tut, das weh tut, das weh. Kannst du mal da... Du Noob! Ich wollte mich daran warten zum MP aufladen. Ups. Anta, Hunter no Dave ga sagashita ze. Oi, daijoubu ka? Ore wo sagashi ni kita no ka? Chotto ashi wo kujite shimatte ne. Na, chikaku ni yousu no okashii yajuu ga iru nda. Hotondo taoshita nda ga, mada 1 piki nokotteru. Dekireba koko de shitomete shimaitai. Kimi wa Hunter dewa nasasou da ga. Tanomeru ka? Gegen Bezahlung helfen. Wir sind nett. Natürlich machen wir. Eze, ore tachi ni magasuke. On nikiru. Ja, yatsu no ibasho wo kuwashiku oshie yo. Magieflakon. Ii handan da. Sa, kiai irete nozomou ze. 30 EP erhalten. Ah, oh, okay. EP, kein FP. Auf die Hörner gekommen. Genommen. Achso, ich dachte gekommen. Und sonst sagst du sonst auch. Da liegt was. Moment, Typi, erstmal Items einsammeln. Das ist wichtig. Einsammeln, habe ich gesagt. Versteinertes Holz. Ich hab's heute nicht. Aitewa doumo henshu no you de na. Oh. Das tut weh. Okay, genau, da hinten müssen wir hin. Vielleicht sollten wir erstmal zu einem Camp gehen, tatsächlich, weil es jetzt schon Nacht ist und ich diesem Spiel da nicht traue mit den Monstern. Oh! Ja. Das wollte ich gerade auch sagen. Dich erwartet ein anstrengender Kampf. Bereit dich gut darauf vor, indem du dich in einem nahegelegenen Refugium aussuchst, wo Ignis eine stärkende Mahlzeit kocht. Mami. Ja. Hatte ich eh vor. Dann kriegen wir nämlich auch Level Up. Statusbonus vom Kochen. Ich will dich doch nur begutachten. Jetzt lauf doch nicht vor mir weg. Die haben voll Probleme. Ich dachte, die sind alle BFS, wisst ihr? Und dann hier, komm ich ein bisschen nah. Geh weg. Also ich würde da nicht zurückweichen bei Noctis, ne? Wollte ich nur mal sagen. So, apropos, wir haben gerade Magie bekommen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Kann ich denn... Aua, mir drückt mein Headset gerade dreimal nur. Okay. Nee, das mache ich dann für den Boss gleich. Oh, obwohl, da müsste auch irgendwie... Guck mal auf die Karte. Hier müsste irgendwie Drop-Points. Drop-Points, Drop-Points. Ich nenne die einfach Drop-Points. Entschuldigung. Das sind doch voll Drop-Points. Man kriegt Musik, sag ich schon. Ja, Magie daraus. Ja, Magie und die Elemente. Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarenergie einsammeln. Es gibt drei Arten. Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. Wie beim Drawpoint ziehen. Say what you want, Misters und Mrs. Hallo? Tu mir nix. Ich tu dir nix, wenn du mir nix tust. Hier haben wir noch Blitz. Was ist denn das? Was war denn das? Ach, so ein kleines Typi-Ding. Nein, das ist mein Leben. Moment, Feuer wollte ich noch. Außerdem habe ich Angst, nachts welche anzugreifen. Wo ist denn das Feuerding? Ugh, da hinten. Na gut, das hole ich mir jetzt noch schnell. Super. Genau, und dann können wir nämlich generell... So, fuck, Prompto. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Im Magie-Menü...
jetzt selber welche herstellen. Ne? Hier haben wir dreimal Feuer, genau, aber hier könnten wir herstellen. Genau, wie war das? Und hier können wir auswählen, wie viele wir davon benutzen und wir können die miteinander verbinden. Da kommt aber auch Feuer mit raus. Wenn ich alle... Ars Unae, hört sich lustig an. Kraft wirkt Feuer, Eis oder Blitz. Oh. Und jetzt noch ein Gegenstand. Halt gleichzeitig die IP des Anwenders. Alter. Stufe 52, Stufe 53 läuft. Will ich jetzt natürlich noch nichts von benutzen, aber... Nein, Moment, das wollte ich nicht. Nein, wie kann ich das ablegen? Ablegen, so. Ich will noch nicht alle benutzen. Obwohl die Kraft natürlich echt cool ist, ne? Ich mache einfach mal Synthese, so ein kleines zum Testen. Ars Unae, genau, das möchte ich nämlich gerne mal austesten. Ob das gut ist, weiß ich nicht, weil das halt tatsächlich nur 47 Kraft hat. Quartett, yay. Probieren wir dann beim nächsten Part bei den Monsterchen, wo wir gleich hingehen. Aber erstmal würde ich sagen, legen wir uns unter diesen wunderschönen Sternenhimmel schlafen. Auch wenn ich hier gern bleiben würde, weil es echt wunderschön aussieht. Okay. Gute Idee, Ignis. Gute Idee. Zelten in Refugien. Beim Zelten werden die angesammelten MP auf die Stufen der Gruppenmitglieder angerechnet. Außerdem kocht Ignis eine stärkende Mahlzeit, die der Gruppe für den nächsten Tag Boni für den Kampf gewährt. Yay! Zelten. Genau. Hm? Achso. Weiter, ja. Vor allem, jetzt mal ehrlich, wo haben die das alles jetzt rausgezaubert? Ach ja, Prompto macht gerne Fotos von unserem Arsch. Das ist uns in der Demo auch schon aufgefallen, dieser kleine Perversling. Irgendwie nach jeder Nacht oder nach jedem Tag hatten wir mindestens ein Arschfoto bei den Fotos dabei. Ohne Scheiß. Da wisst ihr schon, was das für eine ist. Ja, wahrscheinlich nimmt ihr einfach auf, wie wir uns die Sachen aus dem Arsch ziehen. Deswegen, versteht ihr? Ah, schön. So, zeig die Fotos her, komm. Du hast doch sicher ein Arschfoto dabei. Ach, erstmal müssen wir kochen. Genau, Ignis Kochkünste. Beim Zelten verwendet Ignis die Zutaten im Inventar, um Essen zu kochen. Je mehr Rezepte du sammelst, desto größer die Auswahl an Gerichten. Nutze die Effekte von Mahlzeiten, um dir das Kämpfen zu erleichtern. Flammengerösteter Toast. Dampfende Reisbällchen. Strammer Max. Herzhafter Gemüseeintopf. Oder Angriffsboost, feuriger Bohneneintopf. Das mag Prompto, aber wir haben leider keine Zutaten dafür. Das könnten wir machen. Dafür braucht man, glaube ich, nichts. Die gehen, glaube ich, immer. Oder Angriffskraft 30. Ich glaube, wir machen das mal, ne? Weil ich echt Angst vor dem Viech habe, was morgen kommt. Deswegen gönnen wir uns halt mal was. Yay! Herzhafter Gemüseeintopf. Sieht sehr lecker aus. Nicht schlecht. Komm, Level 2 habe ich doch zumindest, oder? Komm, 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 komm. Sogar Level 3. Ich habe jetzt mal vorgespult, dass es ein bisschen schneller geht. Und überleben. Oh, was? Keine Level up. Prompto, why? Unterwegs macht Prompto viele Fotos, auch gerne vom Arsch. Beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto im Fotografieren sammelt, desto besser werden seine Fotos. So, Fotos speichern. Oh, okay. Alle speichern. Kann ich nicht alle speichern? Da, seht ihr? Auf den Arsch. Seht ihr? Genau auf den Arsch. So ein ist das. Ich übersteuere schon wieder. Entschuldigung, ich muss mich noch an das neue Mikro gewöhnen. Ansehen, speichern, teilen. Ach, teilen geht ja auch, stimmt. Über Social Media teilen geht nämlich auch. Mhm. Er sieht sehr prinzenhaft aus. Wie kann ich denn... Ja? Was ist denn, wenn ich alle speichern möchte? Shit, die haben wir hier? Ja?
Was ist das denn für ein creepy Foto? Mit Frankfurt gehen. Ja, er sieht aus wie ein toter Geist. Ach, das hat er auch fotografiert. Das war niedlich. Ja, das speichere ich. Das ist... Klar, du hast ja sonst nichts Besseres zu tun, als im Kampf Fotos zu schießen. Aber die sind niedlich, die Viecher, die speichere ich. Oh, hier, die Pöter von den Dingern hat er auch Oh. Er hat ein Foto gemacht, wie uns das Viech gerade raped. Das ist... Ja, das ist süß, das speichern wir. Oh, das sieht sogar gar nicht mehr schlecht aus, finde ich, so der Effekt, aber... Was ist das? Ja, speichern wir, komm, ich speichere einfach alles. Das Arschfoto, aus Prinzip speichern wir das. So, das war's, ne? Okay. Gut. Haben wir das auch gespeichert. Die Fotos... Ah, es wird gespeichert, super. Du kannst das Spiel übers Pausenmenü fast überall manuell speichern. Nur während Kämpfen, spezielle Aufgaben fahren und in Dungeon funktioniert das Speichern nicht. Okay. Tutorium. Über das Pausenmenü kannst Tutorium schon. Ja, okay, das hatten wir schon. Heikの旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね。レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね。 壊したら殺すって命してたから。大事な車だ。大切に乗ろう。そうだな。 Okay, dann würde ich aber sagen, war es das wirklich heute für den ersten Part erstmal. Ich speichere mal manuell. Kann ich das? Ah, okay, ich kann ja also tatsächlich auch einfach irgendeinen nehmen. Das ist gut, weil es mir irgendwas mit dem Speicherstand ist, kann ich auch auf den alten zurückgehen. Das ist gut. Dann würde ich nämlich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 15 wieder. Und ich freue mich sehr auf das Spiel, wie gesagt. Sagt mir doch mal gerne in den Comments, wie es euch bislang gefällt. Ich feiere es ja jetzt schon. Ich habe es ja schon bei den Demos gefeiert. Und es gibt halt so viele Details in diesem Spiel, die einfach so toll gemacht sind. Die ganzen Nebenquests, die Kleinigkeiten, die Musik, die Charaktere. Ich finde es halt echt cool und ich freue mich sehr auf das Let's Play. Und er macht erstmal die Haare schön, genau so gehört sich das, Herr Prinz. Und ja, im nächsten Part suchen wir uns mal das süße kleine Monster, würde ich sagen. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss!